Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ja Leute, halbe Stunde oder was ist vergangen. Gab noch einen Server-Neustart, da noch ein Patch rausgekommen ist. Ja, gerade eben, oder was heißt gerade eben, vor 10 Minuten oder was, war hier irgendwo einer genau in unserer Butze und war am Baum kloppen. Ich konnte leider nicht raus, da ich mitten im Craften war. Und wenn wir gestorben wären, wäre schlecht gewesen, da ich auch noch keine zweite Ausrüstung liegen hatte, sodass wir direkt wieder raus könnten. Ist jetzt geändert und ihr hört es gerade direkt, der Heli auf dem Ohr. Super. Ja, ich habe mal den Poncho gemacht, weil wir ein bisschen Leder hatten. Es war ja noch nicht ganz Nacht, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Ich habe noch ein paar Bäume gefällt, habe noch ein Schwein gekillt, nochmal zwei Metallsteine gehackt. Ihr seht, wir haben mittlerweile auch schon hier 1500. Ja, ganz stolz wollte ich dann vorhin ein bisschen Gunpowder machen, bis ich dann mal gemerkt habe, hey, dafür brauchst du eine Werkbankstufe 1. Und für die Werkbankstufe 1 brauchen wir 50 Metallschrott. Wir haben 43. Also, klarer Auftrag jetzt. Es kann sein, dass hier einer vor der Base hockt, auf uns wartet. Wir werden sehen. Wir müssen auf jeden Fall Nachbarn hier haben. Also hier hat auf jeden Fall einer Holz gehackt. Das war genau hier. Naja. Stein brauchen wir unbedingt. Wenn ich einen Stein jetzt hier finde, muss ich den direkt safen gehen. Das ist unsere einzige Picke, die wir haben. Und ich habe nur noch 70 Steine liegen. Also wäre nicht schlecht, wenn wir mal einen Stein kriegen jetzt. Dass ich dann auch nochmal zwei Picken machen kann. Später die auch safen kann. Ja, der Hafen wird wahrscheinlich gelootet sein. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt gleich hingehen. Ja, nochmal kurz Revue passieren lassen. Haben sie halt gut gemacht, ne? Der eine hat sich verpisst, ich dachte, der haut ab. Und dann kam dann sein Kollege von der anderen Seite. Ja, machst halt nichts. Wie gesagt, haben sie gut gemacht. Hier liegen die ganzen Sofosteine rum. Ja, habe ich jetzt keine Zeit für die jetzt auch noch wegzumachen. Kann man natürlich mal machen. Genau, den habe ich doch gesehen. Sieht irgendwie normaler aus, oder? Oder auch so vor. Ja, das Problem ist der Heli. Ist eine neue Base? Shiny, ne? Der Design, da hinten läuft, da seht ihr. Die sauber looten. Er hat uns auch gesehen. Kommt vom Hafen. Na, was jetzt, Junge? Seht ihr noch stehen? Da läuft er. Ja, er denkt vielleicht, ich habe ihn nicht gesehen. Gut, ich hoffe ja, derjenige, der seine Kommentare geschrieben hat, hat mich jetzt nicht angeschmiert. Sagte, ich kann einen Bogen in der Leiste lassen. Der Typ muss auf jeden Fall hier vorbei. Er hat uns auf jeden Fall auch gesehen, da ist ein Stein, ey. Ich stehe natürlich hier auf dem Präsentierteller. Da hinten ist der. Ja, zwischen den Steinen ist natürlich übel jetzt hier. Wie gesagt, sollte eigentlich nichts schief gehen. Oh, der hat sich echt seine Base da vorne weitergebaut. Wo ist der ruckelig, der Heli?
Dann abgeknallt. Muss er ja. Nee. Ist weitergelaufen. Er hat auf jeden Fall eine Schusswaffe, sonst wird er nicht schießen, die Idee. Aber ich gucke hier nochmal. Nicht, dass das zwei waren. Wir sind in der Situation hier die ganze Zeit total in die Pfeife rauchen. Ne? Vielleicht hockt hier auch noch irgendwo einer mit dem Bogen im Gebüsch, ey. Der hat auf jeden Fall hier vorne geschossen gehabt. Hier, Mann der Base in der Nähe. Kisten muss ich auch mal wegmachen. Oh. Ja, normalerweise lässt der Heli ja nicht von an ab, oder? Sitzt sie erst in Stein safen, Leute. Dann können wir doch nochmal gucken gehen, ob wir da irgendwas sehen, irgendwas abgreifen können. Das muss ich jetzt erst safen, dann können wir nämlich... Ja, mein Gott. Ja, ey. Komm. Ja, der war auf jeden Fall. Ich habe ihn ja laufen gehört. Dann hat der Heli auch geschossen hier. Aber ich sehe halt hier keinen liegen. Da ist er runter gedreht, da hinten hat er da auch noch mal geschossen. Vielleicht war es auch hier. Edmund Moses von da vorne. Der vorhin schon darüber gelaufen ist Richtung Kuppel. Er war jetzt am Hafen und hat den leer gelootet. Da brauche ich gar nicht hingehen. Sei denn, der Loot ist jetzt gerade regespawnt. Das kann natürlich sein. Aber ist natürlich ärgerlich. Na, der muss auf jeden Fall die angekillt haben. Das ist wie mit dem Airdrop. Ey, gesehen und weg. Siehst du nichts mehr mit dem... Den Nebel dabei. So eine Kacke, ey. Da liegt er doch. Mein Gott. Na super. Warum hat er jetzt auf dich geschossen? Okay, der hat die Kleidung an. Alles klar, Leute. Ich habe nichts gesagt. Wie warst du denn? Steht das da noch? The Enemy Hunter. Muss ich mir mal merken. Da nichts bei gehabt, dafür wird er nicht wieder hier hinkommen. War er also doch nicht looten, oder? Der Hafen war leer. Ja, eben den Stein mitnehmen hier, dann gehen wir Richtung Hafen. Gehen vorher eine Höhle vorbei. Da vielleicht auch ein paar Fässerchen stehen. Boah, ist die Karte denn so groß? Hier bin ich. Also schon zu weit, ey.
Sulfur. So, ganz super, dass ich den Eingang genommen bei den scheiß Büschen habe hier, ne? Super intelligent von mir. Ja, hat er nochmal ein bisschen Klamotte, ne? Hose, Schuhe und hier. Oh Mann, ich habe schon wieder keinen Platz, ey. Also genauso eine Wurst wie wir quasi. Bogen nochmal. Zack. Bisschen stoffen. Das heißt, er kam auf jeden Fall von da hinten. Ist wahrscheinlich der Typ, der wollte wahrscheinlich looten oder ist looten gewesen und hat nichts gefunden oder was. Der Hafenwaldeer, kann natürlich sein. Kann natürlich auch sein, dass er irgendwo eine Butze hier hat. Das ist ein Stein, ich dachte es gerade, da hockt einer, ey. Leute, 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 es ist soweit. Ja, wie gesagt, wir drehen jetzt nochmal die Runde Höhle. Da muss ich natürlich nochmal ein bisschen Holz machen, dass wir diese verkackte Werkbank bauen können. Jetzt kommt der echt nochmal hier lang. Und natürlich muss ich da noch erstmal anbauen, deswegen brauchen wir unbedingt noch Steine. Also auf jeden Fall dann erstmal da, wo die Doppeltür ist, ein Viereck dran setzen. Dass ich da auf jeden Fall zwei Werkbanken oder eine Werkbank und eine Reparaturstation reinkriege oder was auch immer. Naja, gibt doch her. Aber da seht ihr schon das Dilemma, ne? Sobald er anfängt. Doch, da ist die Höhle, ne? Da vorne war die. Ach ja, wir hätten mal die Base angucken können. Jetzt gehen wir erstmal. Müssen wir mal nicht immer ablenken lassen. Jetzt erstmal hier, Höhle, Hafen. Wir können natürlich jederzeit Besuch bekommen jetzt. Da ist ein Stone, glaube ich. Oder bist du ein. Das ist ein Stein, muss ich mitnehmen. Ein Fass habe ich am Eingang gesehen gehabt. Und hier vorne ist auch eine Vierer-Base gewesen. Hier mehr von oben gesehen. Müssen wir also aufpassen. Da die Richtung. Ja, wir können ja mal reingehen. Da waren ja zwei Kisten. Ne? So, Heli ist weg. Stein, ey. Sofa. Ich meine, ich kann sie mitnehmen, die beiden Sofa. Dann müssen wir doch erst nochmal nach Hause. Ich meine, wir können jetzt noch nichts mit anfangen. Ich habe es auch gebrannt, das Sulfur. Aber anscheinend scheint ja hier in der Höhle keiner zu wohnen. Und den habe ich hingeschmissen. Also können wir hier ruhig mal ab und zu gucken gegen den Steiner. Weil wir können auch mal gucken, ob hier einer wohnt. Vielleicht schaffen wir es ja mal, da drüber zu kommen. Aber wahrscheinlich werden wir da 200 Mal sterben, weil... Steine. Ach komm, scheiß drauf, ey. Muss ja nicht immer hier auf Nummer sicher gehen für jeden Scheiß nach Hause rennen, ne?
paar Steine haben wir ja liegen. Dass wir uns auf jeden Fall nochmal eine Picke machen können. Schließlich sind wir jetzt schon hier. Ja, ach, jetzt habe ich wieder die Klamotten vergessen. Ich könnte kotzen, ey. Ja, keine Ahnung, ob man aus dem Teppich was rauskriegt. Und aus diesem Netz. Aber wenn man nur aus einem von beiden irgendwie ein, zwei Seile kriegen will. Ich habe gesehen, man kann ja doch die Holzrüstung machen. Wenigstens die Hose wäre ja gut, weil Oberteil habe ich jetzt das Lederding gemacht. Ist ja nicht so schlecht. Also besser wie gar nichts. Sagen wir es mal so. Zwei Fässerchens. Sieht doch schon mal ganz gut aus, ne? Oh Mann, gib mir doch einmal was Vernünftiges, ey. Nur Kacke bis jetzt. Ist da nur Kacke drin, oder was? Auf den Augenblick, wo ich hier so blind reinrenne und abgeknallt werde. Verstehe nicht, warum man in den normalen Kisten auch nichts drin ist. Schon nur 5-6 Gelute gehabt, da war ja nichts drin. Blaupausentechnisch. Oder hatte ich nur Pech bis jetzt? Also vielversprechender Anfang mit den... Mit den zwei Fässern und alles andere ist schon wieder weggeludet hier. Ist auch nochmal eins, da hinten ist auch nochmal eins. Nähzeug hast du sonst gar nicht gefunden, das ist hinterher geschmissen. Naja, wir brauchen 7, ne? Ich glaube, ein oder zwei hatte ich schon mal mitgebracht, also 7 Fässer. Hammerhart, ey. Nur damit du Gunpowder machen kannst. Gut, aber das wäre doch schon mal das erste, was wir, das war ein Fall, was wir fix ändern können. Einfach mal sehen, in den Fässern nicht nur eins drin ist, sondern zwei. Muss ja nicht übertreiben. Ein Seil, yeah! Noch eins. Können wir eine Armbrust machen. Oder eine Rüstungsteil. Das können wir uns dann ausknobeln. Ja, das waren... Ja, jetzt müssen wir eigentlich schon safen gehen, ey. Gehen wir bestimmt gleich auf die Fresse hier. Wir ziehen es natürlich durch jetzt. Ich muss ja eh da hinten. Da hinten wieder raus. Hier ist der Schredder. Ja, gar nicht schlecht eigentlich, muss ich sagen. Ne? Ist natürlich mühselig hier. So. Jetzt gibt mir eine gute Blaupause. Ich weiß aber auch gar nicht, ob da welche drin sind. Ich muss mal im Wiki lesen. Keine Ahnung, Leute. Komme ich natürlich nicht rüber, ohne dass ich nass werde. Das will ich jetzt nicht. Also mal gucken, ob ich noch irgendeinen Scheiß gefunden habe. Nee.
doch rüberkommen, oder? Naja, wie sagt man so schön, Kleinvieh macht auch Mist, ne? Ich frage, ob ich hier hochkomme. Hier ist auch schön zu fighten eigentlich, ne? Ja. Eigentlich bin ich ganz zufrieden mit unserem Standort. Ich hätte erst gedacht, wäre ein bisschen schlechter, aber ihr habt ja gesehen, da vorne haben wir es nicht weit hin. Straße. Da werden wir auch jetzt, wenn wir den Hafen hier durch haben. Können wir da natürlich auch noch mal hingehen. Gegen zwei, ja. Müssen wir es halt zuerst sehen. Also weiß ich halt, dass da wahrscheinlich 2 zu 2 rumrennen und werde nicht wieder überrascht. Aber rechts von uns, der scheint ja auch alleine zu spielen da in seiner komischen Butze. Der da auch bei uns lang gelaufen ist. Ich weiß noch nicht, was er bei uns gemacht hat. Wenn er nicht looten war. Oder er war echt und hier war nichts. Dass ich jetzt gerade das Glück hatte, dass er respawn ist. Oder respawn war. Ist ja auch nicht alles. Seht ihr, ist ja nie alles da. Na super. Ja, da scheinen echt keine Blaupausen drin zu sein. Sonst hätten wir schon mal eine gehabt. So wenig Kisten waren es ja jetzt auch nicht, die wir gelootet haben. Was nochmal ein Fass? Sieht ruhig aus. Kurze Hosen. Na Leute, was soll ich dazu sagen? Ich weiß echt nicht, was der wollte. Vielleicht wollte er looten oder wollte nur zum Fluss oder was weiß ich. Ich wollte da looten, hat dann den Heli gehört oder hat uns gesehen, hat sich das andere überlegt, was weiß ich. Ich wohnte auch hier in der Strohbutze ohne Tür. Nichts ist unmöglich in West. Das ist das, was ihr als erstes lernen müsst. In Rust ist nichts unmöglich. Das ist einfach so. Juti! Home sweet home. Ja, mit den Büschen ist natürlich ein bisschen suboptimal hier. Aber gut. Problem ist natürlich mit dem Ausrüstungsgedöns, dass wir gleich vollgemüllt sind. Also mit den extra Ausrüstungen, ne? Gut, kann ich also auf jeden Fall in der Nacht eine Armbrust angehen.
Ich muss das gleich in die Öfen packen, weil ihr seht, ich habe eh keinen Platz. Hose nochmal hier, können wir natürlich auch im Schredder kloppen. Ja, weiter geht's. Wenn noch ein bisschen Tageslicht ist. Ja, die Richtung brauche ich jetzt nicht gehen. Ich würde jetzt nochmal ein bisschen Holz machen und hier die Steine mitnehmen. Da ganz hinten müsste ja nochmal normaler gewesen sein. Kann ich nämlich in der Nacht hier die Vierer Foundation dran bauen. Und Holz brauchen wir für die Werkbank. Können wir die Werkbank Stufe 1 machen. Ja, was immer das heißt. Aber wir könnten sie dann machen. Machen sie dann auch. Wenn wir sehen, was wir da machen können. Können wir auf jeden Fall Schießpulver machen. Weiß nicht, was da sonst noch zugehört. Weil das ist, muss ich sagen, ist noch human. Ja, da ist es. Das Gebimmel. Aber ich habe auch schon weitergeguckt. Also Stufe 2, 250. Gut, wenn du jetzt irgendwo an der Straße wohnst, ne? Und nicht hier abseits. Denke ich, kriegst du die auch schnell zusammen, weil du kriegst ja pro Kiste 5 Dinger. 5 Metallschrott. Ja, ich nehme ihn mit. Einfach, damit man vielleicht was anderes spawnt. Ist ja alles bei mir in der Nähe hier. Ach komm, geh kaputt, ey. Das ist ja super nervig, ey. Muss ja 1 Million mal draufhauen, wenn er nicht auf das scheiß Dichthaus. Ja, keine Ahnung. Ich kann das hier gerade schlecht einschätzen. Wo der komische Typ herkam und was er wollte und... Deswegen bin ich gerade mal ein bisschen vorsichtiger. Man hätte auch nichts bei gehabt. Ja, nichts. 50 Stoff. Und ein Bogen. Kein Werkzeug, nichts. Also, ich weiß nicht, was er vorhatte. Vielleicht wollte er uns auch einfach abcampen. Ist wohl das Wahrscheinlichste, ne? Weil er hat ja nichts bei gehabt. Nur einen Bogen und Ausrüstung. Also nicht mal irgendwie Werkzeug oder was weiß ich. Ich kann es euch nicht sagen, Leute. Ich kann da auch nur spekulieren. Ist mir auch egal, der hat auf den Arsch gekriegt. Wäre noch nicht von mir. Gut, wenn man das nicht weiß, ne? Aber dann muss er ja auch noch wirklich ein richtiger Noob sein. Was natürlich jetzt nicht schlimm ist. Nicht schlimm gemeint, wenn ich Noob sage. Sondern ist einfach so. Weil das weiß man ja eigentlich. Dass man nur 2 Kleidungsstücke anhaben darf. Und halt keine Waffe. Slot. Ich hätte natürlich auch noch gucken können bei seiner Leiche, ob noch irgendwas auf dem Boden rumliegt. Vielleicht hätte er noch irgendwas in der Hand gehabt. Habe ich aber nicht dran gedacht. Bin also auch ein Noob. Gut, Leute. Was haben wir? Ja, gut. Halbe Stunde ist voll. Ich mache jetzt aber noch eben ein bisschen Holz. Mache ich jetzt mal mit Aufnahme, weil wer weiß, vielleicht kommt der gleich wieder hier. Jetzt mal eben ein Timerfenster wegmachen. So. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen action. Die Sonne steht eigentlich auch noch ziemlich hoch. Also kann ich die einmal jetzt kaputt machen, hier das Ding. Da sind dann die 2-3 Bäume vielleicht. Dann gehe ich kurz zurück, mache mir noch mal eine Axt. Ja, ein Headshot wäre auch mal schön, ne? Weil wir haben eh nicht so viele Bäume rumeiern, obwohl hier schon wieder ein paar nachgekommen sind.
Dann gehe ich nochmal zurück. Dann beende ich die Folge und dann gehe ich nochmal raus. Hole noch ein bisschen Holz. Sollte was passieren, versuche ich die Aufnahme anzuschmeißen. Ja, und ihr seht jetzt, man ist schon wieder so im Rasttrott. Aber gut, jetzt habe ich es auf jeden Fall dann gleich geschafft, ne? Also mehr kann ich dann nicht mehr machen. Kann jetzt den Repair Table bauen und halt die erste Werkbank und das war's dann. Base ist nicht größer. Ja, so war's auch schon. Hätte ich natürlich jetzt aufheben können, hätte ich nochmal reparieren können, aber. Ja. Hätte ich eigentlich machen sollen. Naja, egal. Ja, und am nächsten Morgen werden wir dann auf jeden Fall nochmal da Richtung Straße gehen, Richtung Tanke und wie gesagt, wir haben nichts zu verlieren, alles zu gewinnen. Wenn wir irgendwie eine Blaupause finden, die sich gelohnt hat, hat es sich auf jeden Fall gelohnt, selbst wenn wir dann sterben sollten. So war es ja früher auch. Früher bist du, hast du es ja noch abgebrühter gemacht. Da hast du ja überall Schlafsäcke hingelegt, bist einfach so nackt da gespawnt. Hast du meistens ruckzuck im Fass ein Dingens, irgendeine Headshot gefunden oder so ein Scheiß. Oder irgendein Schwert oder sonst irgendwas, womit du dann die Fässer kloppen konntest. Und dann hast du die Dinge alle zusammengefügt, bis du eine große Blaupause hast. Hast du die reingezogen und dann war es scheißegal, ob sie dich gekillt haben. Ab und wann hast du natürlich einen Crossbow gefunden oder auch einen Revolver und dann konntest du sogar noch einen töten. So lief's ja halt, ne? War jetzt auch nicht der Fall, dass dann da die großen Kämpfe waren. Dass da alle Hightech bewaffnet hin sind. So war es ja auch nicht. Hast du genau nur diese Popelkämpfe gehabt, wie sie jetzt auch hast. Hast du klar, hast du mal ein, zwei gehabt oder wenn du eine Gruppe hattest. Die haben dann da irgendwo die Fässer abgekämmt. Ja. Wird wahrscheinlich, wie gesagt, jetzt auch so sein. Der irgendwo an der Straße wohnt, sie werden da in ihre Hütten. Und sobald du da langkommst, kommen sie auch rausgeschossen. Kann ich mir gut vorstellen. Aber gut, Leute. Wie gesagt, ich hacke jetzt hier noch ein bisschen Holz, nur sollte was passieren, versuche ich die Aufnahme noch anzuschmeißen. Ansonsten sehen wir uns am nächsten Morgen wieder. Ja, ein oder zwei Folgen mache ich noch. Wir gehen dann mal die Richtung, gucken nochmal an der Straße, ob wir vielleicht ein bisschen Loot abgreifen können. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao.